Mahlzeit, ihr Schlawiner, Knochen wieder hier. Heute bin ich mit dem Bogatyr-Kreuzer unterwegs, Rang 3 bei den Russen. In Dienst gestellt 1903 oder 2? 2 oder 3, ist auch scheißegal, ist einfach uralt. Ich habe 12 Einzelgeschütze A 130 mm und 2 Zweiergeschütze A 130 mm mit einer Reichweite von 11,4 Kilometern und fahre maximal 24 Knoten. Ich hatte vorher, also es gibt eine Modifikation, bevor man die Modifikation einbaut, ich habe es jetzt gemacht, also hat man nicht die 130er, sondern verschiedene, zum Beispiel waren das glaube ich 12 oder 8 152er, die hat man jetzt natürlich nicht mehr, dafür hat man jetzt zwei Geschütze mehr und ja, das sollte eigentlich auch ganz gut sein. Es ist halt schwierig, weil man etwas weniger Schaden macht, ist ja klar, weil man die 152er nicht mehr hat, sondern halt die 130er. Aber ich habe eben gerade ein gutes Match gehabt. Gut ist relativ. Die haben verloren, dabei hätten wir gewinnen können. Also ich habe 3 Abschüsse gemacht. Und der letzte Überlebende kam auf die Idee, es waren noch 2 Gegner da, ja. Und da war halt nur ein Schlachtschiff mitbauen. Der kam auf die Idee, hey, ich gehe nochmal aufs Schlachtschiff. Dabei hatten wir 40 Punkte Vorsprung. Und er hätte einfach nur überleben müssen, 2 Minuten lang. Das Schlachtschiff hätte zwar cappen können, aber es war einfach zu weit entfernt, um in der Zeit auch, also rechtzeitig rein zu, in den Cap-Punkt zu fahren und noch zu cappen. Und der andere Kollege, der mich gekillt hatte, der war viel zu weit entfernt, um überhaupt da hinzukommen, weil es waren ja nur 2 Cap-Punkte. Einer war rot, einer grün und, ne, man muss ja halt den gegnerischen Cap-Punkt dann holen, den gegnerischen Punkt halt. So, hat er nicht gemacht, weil er halt auf die Idee kam, hey, ich leg mich mal mit dem Schlachtschiff an. Denn ich habe ja noch 40% Leben. Und dadurch haben wir verloren. Alle haben ihm gesagt, fahr doch weg, aber irgendwie hat ihn das nicht interessiert. Er wollte ein bisschen auf dicke Hose machen. Nun ja, hat halt also nicht geklappt. Was mir auffällt bei diesen, ich mag diese russischen Dinger auf eine gewisse Art und Weise, weil die sehen halt tatsächlich so altertümlich aus, aber irgendwie so fies. Also generell die alten Schiffe vorne, weil die halt so spitz sind, so fies noch, weil halt der Bug halt nach vorne so weggeht, als würde er halt so, ja, ein Eisbrecher sein. Ich weiß nicht, ich will es hier nicht sagen, denn ich bin da nicht so bewandert. Ich bin ja auch ein Konstrukteur hier. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Diese Art, diese Bauweise. Aber ich find's cool. Es sieht halt ein bisschen fieser aus als heute, wo es genau in die entgegengesetzte Richtung, also nach, von unten nach oben spitzer wird, sag ich mal. Wer ist der? Kramlenohr? Oder Kramlenohr? So, ich müsste hier natürlich auf meine 11,4 Kilometer Reichweite kommen. Da hätte ich zwar einen, aber warte mal, ich guck mal, ob ich rüberschieben kann. Natürlich nicht. Ist das noch eine Bogatür? Ich finde es auf jeden Fall richtig gut jetzt, dass sie auch Kreuzer endlich bei den Russen mit bei haben. Also gehe ich mal davon aus, dass auch in Kürze bei den Deutschen dann Zerstörer mit dazukommen. Denn ich hatte langsam, ich mag ja eigentlich keine Zerstörer. Ich meine, okay, ich bin vorhin nochmal mit der Isas Yaslav oder wie das Ding heißt, unterwegs gewesen. Es lief relativ gut, aber ich merke so, bin ich nicht so der Fan von. Aber gut, okay, ich fahre sie trotzdem ab und an. Man muss ja auch mal weiterkommen, ich will ja auch weiter skillen. Ich will ja irgendwann mal das letzte erhältliche Schiff haben. Oh, hier, komm. Das wird nichts. Natürlich abschätzen. Da sieht man es auch so. Ich mag das, wenn das so. Das erinnert mich an so eine Batterie, die man zu Silvester zündet. Bei den ganzen Schossen davon. Ich denke mal, das reicht hier noch. Okay, er dreht. Ne, die Salve hebe ich mir auf. Vielleicht mit den Kollegen hier. Der jetzt auch langsam aus der Reichweite fährt. Okay, bevor ich irgendwo jetzt gegenschramme. So wie es jetzt. Jetzt tue hier. Verdammte Axt. Aufpassen, dass ich mich nicht hier zerschießen lasse. Sieht hier aus. Gut. Rein technisch könnte ich natürlich die ganze Zeit drehen. Wir sind hier aber auch irgendwie nur 2 Leute eigentlich in Reichweite. Unterstützerreichweite. Der. Wahrscheinlich die ganze Zeit durchs Visier geguckt und lässt sich jetzt da zerschießen. Ich guck mal um Feuerunterstützung.
Okay, wieder in Reichweite. Okay, er dreht, das ist gut, weil wir auch eine bessere Möglichkeit zu treffen. Muss aber weiter vorhalten, und wie man sieht. Probieren wir es mal hier so. Also das letzte Geschütz hat getroffen. Das sieht doch schon besser aus hier. So, jetzt mal mehr auf die Zerstörer konzentrieren hier. Und wird's was? Kein Treffer. Ehrlich? Da war er, aber näher. Ist ja klar, was er versucht. Ist natürlich blöd, wenn man hier blind reinschießt, weil man ja einfach nicht erahnen kann, wo er sich jetzt befindet. Ah, das ist gut. Ist alles mittlerweile ein bisschen sehr voll. Er dreht ab, aber gut, ich könnte ihn ja noch treffen. Ich gehe davon aus. Ich weiß jetzt nicht, ob er was abgelassen hat. Er kann Hinweis erhalte hier. Jetzt erhalte ich einen. Mit dem Typen. Alles gut. Und es sind ja nur zwei Stück, die locker ausweichen können. Da sieht man auch erstmal, wie schnell die eigentlich sind. Wie schnell die sich wieder entfernen können. Ja, Zerstörer halt, ne? Okay. Der fährt voll rein, das könnte gut werden. Guck mal, er hat noch gar keinen Schaden abbekommen gehabt, bis eben. Scheiße. Jetzt habe ich natürlich meine Reparatur dafür verschwendet. Aber okay, ich will länger am Leben bleiben. Ich fahre jetzt einfach weg. Oh, fuck. Ja. Hätte ich mal gewartet. Aber offensichtlich bin ich hier wieder an so einem Punkt, wo es einfach nicht weitergeht. Ich werde hier permanent beschossen. Ich muss halt zusehen, dass ich schnell wegkomme. So schnell wie möglich, wirklich. Und solange ich hier noch in der Reichweite von dem Futzki bin, einfach weiter raufhalten. Ich muss irgendwie hier mal zu zum Brand kommen. Ich muss mal hier im Brand oder was? Scheiße, mein Hauptgeschütz auch noch raus. Ja, jetzt flüchtet der kleine Wichser. Noch ein Brand entfacht. Ich kann natürlich nicht so gut schlingern jetzt, aber gut, der Brand ist immerhin gelöscht. Und mein Hauptgeschütz ist auch wieder verfügbar. Wäre gut, wenn er einfach absäuft. Ausfälle, verrecke. Ich hoffe, ey, wenn der jetzt noch verrecken würde, das wäre wirklich eine Genugtuung. Ich meine, ich habe 12 Geschütze, die knallen gut rein, muss man ja mal sagen. Aber er wird es natürlich wissen. Topfwurst mit Broiler, aha. Also eigentlich will er mich jetzt hier fertig machen und da es ein Deutscher ist, will man sich nicht die Blöße geben hier. Aber das würde echt knapp werden, das wird so knapp. Keine Ahnung, ob ich ihn wirklich noch, er noch einen Brand entfacht. Ich muss jetzt eigentlich nur durchhalten. Dann hätte ich meine Genugtuung. So, die letzten müssen sitzen, aber wahrscheinlich killen wir uns gegenseitig. Tatsächlich. Wir haben uns gegenseitig kaputt gemacht. Okay, eine Runde fahre ich noch. Das war witzig. Nicht gerade das cleverste Spiel, aber
War trotzdem witzig. Also bis gleich. So, immer noch unterwegs mit der Bokatür. Dem knuffigen Kreuzer von den Russen. Der Russen. Ich muss natürlich immer drauf achten. Ich muss mich natürlich so drehen, dass alle 8 Geschütze, 8 sind das glaube ich, die auf jeder Seite schießen können. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Geschütze, also könnten gleichzeitig feuern. Beziehungsweise 10. Weil vorne ja und vorne und hinten ja 2 Doppelrohre sind. Also 10 gleichzeitig. Das ist natürlich schon mal ganz gut. Dann haben wir schon den ersten Kollegen. Dann erstes Opfer, hoffe ich. Ich muss ja nur nah genug rankommen. Mein Gott, ich hab ja fast. Gegenüber wird schon ordentlich gefeuert. Jetzt habe ich natürlich nichts mehr hier im Visier. Außer den kleinen hier. Ich feuer mal alles. Alles raus. So, komplette Salve. Einmal alles raus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Was mit dem anderen? In Brand gesetzt. Volle Salve lohnt sich aber meistens nur, wenn man auch ein dementsprechend großes Ziel hat. Ansonsten ist das ein bisschen unsinnig. Ich werde beschossen, wer auch immer mich beschießt. Lass mich in Ruhe. Nichts mehr. Gut. Also einfach wieder drehen. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Feature. Was? Was ist denn mit dem Feature? Ja, warte mal. Ich hoffe, ich sehe den noch. Ich sehe die Torpedos vom Gegner. Hier hinten wird's eng. Naja, das dachte ich mir schon. Also ich habe ihn getroffen, er wird ungefähr hier sein. Schuss, deine kleinen Pupsis da. Aber eigentlich will ich den Zerstörer hier kriegen. Das ist ja auch ziemlich nah, aber ob das noch was wird, ist die Frage. Einfach weiter draufhalten, das ist natürlich nicht sonderlich clever jetzt, aber ich muss es machen. Ich will ihn auslöschen. Der muss einfach weg, der muss weg. Jupp, fährt voll rein, alles klar. Da ist noch einer. Den will ich eigentlich auch noch haben. Der ist auch schon weg. Hat irgendjemand anders sich gekrallt? Ist okay, ist okay. Ich muss irgendwie raus hier. Oh, scheiße, die sind ja überall. Eigentlich ist das so ein bisschen, erinnert mich, an was für ein Spiel erinnert mich das, wo man eigentlich ständig nur seinen Scheiß aufbaut. Auf weg. Ist gut, ist gut. Ich kann's aushalten, ich kann's noch überleben. Wenn ich jetzt keinen kritischen Treffer bekomme. Hab ich aber. Ich hab keinen kritischen Treffer bekommen. Scheiße. Hallo? Ich schütze hier echt. Einfach weiter draufhalten wie ein Irrer, wirklich wie ein Psycho weiter ballern, vollkommen egal. Den kann ich noch kriegen. Den kann ich noch kriegen. Oh Gott, shit, 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 das wird ja brutal knapp hier. Aber der Kollege hängt da fest. Muss einfach in Bewegung bleiben, irgendwie zusehen, dass er mich eben nicht trifft. Aber ob
das noch was wird hier. Würde ich anfangen zu singen. Aber ich könnte noch. Ja. Kriegst ja richtig Schwitzgrippe hier. Der ganze Scheiß fliegt hier noch her. Gut. Zwei versenkt. Wie sieht's aus? Eigentlich sieht's gut aus. Da ist schon der nächste. Ah, herrlich. Komm her, Drecksvieh. Könnte ich eine ganze Salve auf einmal rausknallen, aber ich mach's lieber hintereinander. Weil ich mal davon ausgehe, dass er so drehen würde. Aber ich probiere gleich mal eine ganze Salve. Gucken, wie das aussieht. Das war keine. So sieht das aus. Ich muss ja irgendwie hier so rumgammeln. Ich treffe ihn jetzt so nicht mehr. Ich drehe mal. Und ich glaube, das ist unser Kollege, der sich eingenebelt hat. Oder mein Kollege. Scheiße, will er echt flüchten jetzt? Da muss ich auf jeden Fall hin. Okay, der wird wohl gleich dort erscheinen und wird mit Sicherheit eine volle Breitseite rausknallen. Muss also rechtzeitig drehen jetzt. Kannst ja hier schon mal probieren. Das war zu hoch, aber jetzt sollte es funktionieren. Bitte, bitte, ich brauche noch einen Kill. Ein Kill wäre noch richtig geil. Jupp. Ja, sieht das schon mal ganz gut aus hier. Puh, jetzt ist nur noch einer da. So, verstanden. Alles klar, mein Bro. Rüber. Aber ich glaube, das wird nicht mehr reichen. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Okay. Ich bin auch einfach zu langsam. Oh, brauche nur drei Viertel Fahrt, ja, das reicht natürlich nicht. Mit der Kollege wahrscheinlich mit voller Fahrt versucht zu flüchten, aber mit 24 Knoten komme ich glaube ich auch nicht hinterher. Hol ihn dir, Tommy Knocker. Ja, das macht zufrieden. Also wenn man dann wirklich mal ein paar Kills hinkriegt. Aber ich habe gesehen, in einer Runde hat ein Gegner um der Burgertür 7 weggerammt. Weggeschossen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich auch viele hatte schon, die so gut wie hinüber waren. Ich glaube, ich werde nicht mehr rechtzeitig kommen, um da noch ein bisschen zu feuern. Schade. Nee, ich glaube, das wird nichts. Einfach weg, wir haben gewonnen. Bin ich mal auf meine Gefechtsleistung gespannt. So, zweitbester. Das ist eine schöne Sache. Mit 3 Kills und überlebt mit so wenig Lebenspunkten. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich sag schon mal, danke fürs Zuschauen. Abonniert, bitte, bitte. Tut euch nicht weh. Und würde mir super helfen. Hat schon wieder einer hier, wo man nur Punkte. Ja, viel Spaß beim Zocken und bis demnächst dann. Also, ciao, ciao.